Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Makette-Podcast. Naja, Videoblog, wie auch immer. Und es geht heute um den Autotransportwagen TA52 der SNCF. Lange angekündigt, jetzt kommen die ersten Muster, oder besser gesagt die letzten Muster. Das, was ich gerade in der Hand halte, ist vom letzten November. Das war das hoffentlich vorletzte Muster. Es ist schon alles dran, was dran sein sollte. Die Kupplung, die Radsätze, die Drehgestelle. Einachsige Drehgestelle mit Federn in der Nulllage gehalten. Die Radkeile für die PKWs sind jetzt noch festgeklebt bei dem Muster. Die werden dann in der Serie beweglich sein, dass die der Kunde selber da an die Stelle stecken kann, wo sie sein sollen. Und zum Beladen kann auch das Oberdeck angehoben werden oder ganz rausgenommen werden oder für realistische Szenen auf der Verladung, Beladung, Entlagerung, da muss man ein bisschen hier auseinanderspreizen und dann geht's nach unten. Also es ist nicht zum Spielen gedacht, nur für bestimmte Szenen kann der Wagen eben mit ein bisschen Gewalt hier auseinandergedrückt werden und dann lässt sich das Oberdeck absenken. Das war eben der Stand im November und es waren nur noch ganz wenige Kleinigkeiten, nämlich die Kupplung. An der Kupplung fehlten ein paar Millimeter, man sieht es jetzt vielleicht, die hat sich bewegt in alle Richtungen, da fehlen hier hinten die entscheidenden Millimeter noch am Fuß von der Kinematik. Das hat nicht funktioniert und die Mono-Drehgestelle konnten sich zwar herrlich bewegen, wie es sich gehört, aber leider eben auch in diese Richtung und in diese Richtung. So funktioniert natürlich keine Dreipunktlagerung. So kann der ganze Wagen wunderbar hin und her pendeln, wenn eins von den beiden eben nicht festgelagert ist. Das waren die Kritikpunkte. Und jetzt haben wir das neueste Muster bekommen. Schon in der endgültigen Verpackung. Diesmal unbedruckt. Hier unten ist das Beutelchen mit den Haltekeilen für die PKW. Und wir schauen uns den Wagen mal genauer an. Man sieht schon ganz deutlich, die Beschriftungsfelder sind aus geätztem Messingblech. Der Grund ist ganz einfach. Jede Variante hat eine andere Beschriftung. Manche haben hier das große Blech, so wie der Wagen, das ganz große Blech, wo auch noch hier zugemacht ist. Manche haben da nichts, manche haben nur ganz schmale Bleche und natürlich oben gibt es auch bei jedem Wagen eine andere Beschriftungsart. Mal ist hier ein großes Blech, mal hier ein kleines Blech und so weiter. Man sieht auch, auf dieser Seite ist die Leiter. Auf dieser Seite ist keine Leiter. Auch hier gibt es verschiedene Varianten. Es gibt Wagen mit einer Leiter, wie der hier. Es gibt welche mit zwei Leitern, diagonal gegenüber. Und am Anfang hatten die Wagen wohl auch gar keine Leiter. Da die Leiter erst später verlangt wurde, um die Fahrer vom Oberdeck in Sicherheit runterzubekommen. Und später dann eben die zweite Leiter, damit die Fahrer auf beiden Seiten zum Boden runter gelangen konnten. Man sieht auch hier die Handbremse. Das haben nicht alle Wagen. Das hat immer nur ein Wagen pro Doppelpack. Der andere hat diese Handbremsanlage hier nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Funktion mal genauer an. Wie gesagt, Problem war die Dreipunktlagerung. Dreipunktlagerung bedeutet, Ein Radsatz kann sich um eine Längsachse pendeln. In dem Fall ist es der da. Man sieht es deutlich. Da ist eine gedachte Längsachse und um diese Achse kann der Radsatz pendeln. Der hier jedoch, der ist fest. Der kann sich nicht so bewegen. Der bleibt
in seiner Position. Dadurch kann ich jetzt mit schlecht verlegten Gleisen einiges ausgleichen. Der Wagen hat immer eine sichere Auflage. An dieser Stelle ist eine deutlich sichtbare Gleisunebenheit. Bitte beachten Sie die Bewegung vom linken Radsatz, das ist der mit der Dreipunktlagerung. Ja, der rechte Radsatz, der bleibt, der ist ohne Längsachse montiert, der kann sich nur senkrecht rotieren. Der linke Radsatz hat zusätzlich noch die Längsachse, um die er sich drehen kann. Und alle vier Räder bleiben ständig auf dem Gleis. Dazu kommt, dass die Drehgestelle, die einachsigen Drehgestelle, jetzt auch einwandfrei funktionieren. Die können rotieren. Theoretisch kommen die dadurch einen extrem engen Radius. Also ich habe die Wagen vorgesehen für einen Radius von 36 cm. Aber das würde ich dann dem Modell nicht antun, nicht unbedingt. Der fehlende Millimeter ist jetzt dran und die Kupplung bewegt sich korrekt. Kleiner Wermutstropfen noch, nicht weiter als so. Da werde ich noch einige Versuche anstellen müssen auf der Anlage. Ob das reicht für 40 cm Radius? Das Problem an der Sache ist, wie ich gerade gemerkt habe, diese Beilagscheibe war nicht vorgesehen in der Konstruktion und da bleibt jetzt der Haken für die Rückholfeder bleibt daran hängen. Das ist noch nicht so schön. Da muss ich nochmal schauen. Aber ansonsten sieht's gut aus. Das sieht alles sehr gut aus. Zu den Achskeilen der PKW. Die werden wie beim Vorbild genau in die Zahnstange eingelegt. Sollten eigentlich da auch festbleiben, jawohl. Jetzt ist es eingerastet. Und durch das Eigengewicht vom Auto wird er dann in der Zahnstange auch festgehalten. Jawohl, passt. Die eigentlichen Drahtlagerbrücken sind aus Metall geätzt, aus Messing. Und die Spitzenlager sind Messingbuchsen,